Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Meine Damen und Herren, guten Abend. Die Entscheidung Ostberlins, den Wehr-Berlin-See zum Tagungsort für das innerdeutsche Gipfeltreffen auszuwählen, hat in Bonn vielfältige Diskussionen ausgelöst. Die Reaktionen reichen von völliger Überraschung bis zur Verärgerung. Regierungskreise erinnerten daran, dass bei den vorbereitenden Gesprächen auch die DDR-Seite vom Ostseebad Dierhagen ausgegangen sei. Entgegen den internationalen Gepflogenheiten habe Ostberlin jetzt von sich aus, also ohne Absprache mit Bonn, den Wehr-Berlin-See als Konferenzort benannt. Aufgrund der zahlreichen Berichte sah sich der Staatsminister im Bundeskanzleramt Huonka heute veranlasst, darauf hinzuweisen, dass bereits seit dem vergangenen Jahr der Wehr-Berlin-See zusammen mit anderen Orten im Gespräch für das Treffen gewesen sei. Nach Informationen unseres Bonner Büros treffen Spekulationen nicht zu, nach denen die Bundesregierung die von Ostberlin ausgewählte Begegnungsstätte noch einmal zur Diskussion stellen werde. Es stehe vielmehr fest, dass sich Bundeskanzler Schmidt und SED-Chef Honecker am 28. und 29. August am Wehr-Berlin-See treffen werden. Journalisten, so unser Bonner Büro weiter, würden in Ostberliner Hotels untergebracht. Honeckers Einladung für Helmut Schmidt zum Monatsende an den Wehr-Berlin-See melden die DDR-Zeitungen heute als zweite Aufmachung auf der ersten Seite. Der Treffpunkt, den der DDR-Staatsratsvorsitzende ausersehen hat, liegt rund 60 Kilometer nordöstlich von Berlin, eine knappe Autostunde am Rande der Schafheide. Das Jagdschloss Hubertus Stock, von dem es in DDR-Veröffentlichungen heißt, es würde heute als Ferienheim genutzt, entpuppt sich als veritable Nobelherberge. Friedrich III. Ließ es 1849 erbauen, der DDR-Staatsrat hat renovieren lassen und nutzt es heute für hochgestellte Jagdgäste. Das Areal ist geprägt durch militärischen Auftrieb und aufwendige Sicherheitseinrichtungen. Innerhalb des Geländes ist eine Einheit der Nationalen Volksarmee stationiert, die den Wachdienst verrichtet. An der NVA-Einfahrt wird offenbar eine weitere Zaunsperre angelegt. Um den großzügig bemessenen Komplex zieht sich ein Sperrzaun, der mit stromführenden Drähten vermutlich für ein Alarmsystem bewährt ist. Hier patrouillieren schwer bewaffnete Posten, für die in bestimmten Abständen Feldtelefone installiert sind. Über die Gründe, weshalb die Begegnung vom Dierhagener Ostseestrand wohl für alle überraschend in dieses Revier verlegt worden ist, gibt es auch in Ostberlin nur Spekulationen. Sollte es der Partei und Staatsführung der DDR darum gegangen sein, den abgelegensten Ort zu suchen, weit entfernt von jeder Bevölkerung, isoliert und abgeschirmt bis zum Letzten, dann wäre er hier in der Schorfheide gefunden. Denn rund ums Jagdschloss Hubertus Stock hätten alle Organe der staatlichen Sicherheit die Sache total im Griff. CDU-Sprecher Henrich bezeichnete den Ortswechsel für das innerdeutsche Gipfeltreffen als eine demonstrative Bruskierung des Bundeskanzlers. Der bayerische Ministerpräsident Strauß forderte Schmidt auf, mit DDR-Staatschef Honecker vor allem über eine Aufhebung des Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze zu sprechen. Zumindest aber müsse ein Abbau der Selbstschussanlagen Schwerpunkt der Gespräche sein. Kritik an der Deutschlandpolitik der CDU-CSU übte heute der regierende Bürgermeister von Berlin Stobbe. Durch die Regierungspolitik der Union in den 50er Jahren sei viel Porzellan zerschlagen worden. Die Politik der Stärke habe die Mauer nicht verhindern können. Der Tag des Mauerbaus jährt sich morgen zum 19. Mai. Den Moskauer Vertrag, der heute vor 10 Jahren geschlossen wurde, haben der sowjetische Parteichef Brezhnev und der SPD-Vorsitzende und frühere Bundeskanzler Brandt gewürdigt. Ein Briefwechsel der beiden Politiker wurde in Bonn veröffentlicht. Brandt wies auf das Ziel des Vertrages hin, die Erhaltung und Festigung des Friedens höher zu stellen als alle unterschiedlichen Meinungen. Brezhnev antwortete, das Abkommen habe den Anstoß für tiefgreifende positive Veränderungen in ganz Europa gegeben. Mit rheinischen Schunkelnliedern und dem schönen Westerwald wurde heute in Moskau im Haus der Freundschaft eine Feierstunde zum 10. Jahrestag des deutsch-sowjetischen Vertrages eröffnet. Unter den Gästen eine Delegation des Deutschen Bundestages, CDU-Vertreter waren nicht dabei. Für die deutsche Seite würdigte die SPD-Abgeordnete Elfriede Eilers den Vertrag, ging aber auch auf gegenwärtige weltpolitische Probleme wie Afghanistan ein. Für die Sowjets sprach Leonid Samjatin beim ZK der KBDSU für internationale Beziehungen zuständig. Freundliche Worte, wie sie bei solchen Anlässen und Veranstaltungen üblich sind. Der Vertrag sei der Wendepunkt in den Beziehungen zwischen beiden Ländern nach dem Krieg. Er habe die Entspannungspolitik eingeleitet und damit eine positive Entwicklung in ganz Europa erst ermöglicht. Diesen Tenor hatten die sowjetischen Medien in den letzten Tagen bereits mehrfach herausgestellt. Zugleich aber war ein kritischer Unterton nicht überhörbar.
Es gäbe eine Reihe von Problemen, die eine bessere Zusammenarbeit erschwerten. Das beziehe sich insbesondere auf die militärische Entspannung in Europa. Fragen der Abrüstung hatte auch die deutsche Bundestagsdelegation in ihren zweitägigen Gesprächen mit führenden Mitgliedern des Zentralkomitees behandelt. Auf die Madrider Folgekonferenz von Helsinki angesprochen, hatten die Sowjets erklärt, dass sie in Madrid mit konstruktiven Vorschlägen aufwarten wollen. Genannt wurde eine großzügige Behandlung im Jugendaustausch sowie bei der journalistischen Arbeit. Auch die Familienzusammenführung, ein deutsch-sowjetisches bilaterales Problem, soll künftig wohlwollender behandelt werden, erklärten die Sowjets. Deutschstämmigen Bürgern, die Angehörige ersten Grades in der Bundesrepublik haben, soll die Ausreise erleichtert werden. Die USA und die Sowjetunion haben heute nachdrücklich die Bedeutung des Atomsperrvertrags unterstrichen, der die Weiterverbreitung von Kernwaffen verhindern soll. Am zweiten Tag der Genfer Konferenz zur Überprüfung des 1970 geschlossenen Vertrages warnte US-Präsident Carter in einer Botschaft davor, die Zahl der Atommächte zu erhöhen. Von den 114 Staaten, die den Atomsperrvertrag inzwischen unterzeichnet haben, kamen nur knapp 70 nach Genf. Trotz wohlmeinender Grußbotschaften von UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim, Präsident Carter und Regierungs- und Parteichef Brezhnev hat diese zweite Überprüfungskonferenz wenig Chancen, etwas zu bewirken. Von den 5 Atommächten sind bisher nur die USA, die Sowjetunion und Großbritannien dem Vertrag beigetreten. Frankreich und China blieben bis heute fern. Eine Reihe von sogenannten Schwellenländern, das sind Staaten, die technisch schon zum Bau einer Atombombe in der Lage wären, haben den Vertrag ebenfalls noch nicht unterzeichnet. Dazu gehören Israel, Südafrika und Ägypten, Argentinien, Brasilien, Pakistan und auch Indien. Die Inder lieferten bereits 1974 den ersten Beweis. Sie zündeten eine Bombe. Jetzt drängen Amerikaner und Russen darauf, dass vor allem die Schwellenmächte den Vertrag endlich unterzeichnen. Die Entwicklungsländer aber verlangen, dass auch ihnen, wie es im Vertrag steht, nukleare Technik zu friedlichen Zwecken geliefert wird. Sie werfen den Industrieländern, die solche Lieferungen einschränken wollen, atomaren Neokolonialismus vor. Auch beschuldigen sie die Atomriesen, USA und die Sowjetunion, dass sie ihre nuklearen Arsenale immer weiter füllen, anstatt, wie es der Vertrag fordert, endlich mit der Abrüstung zu beginnen. Der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde, Eklund, sagte vor der Konferenz, 50.000 Kernwaffen gibt es. Ihre Zerstörungskraft entspricht 1 Million Hiroshima-Bomben. Man müsste fast eine Demonstrationsexplosion zünden, um der Welt die Zerstörungskraft vor Augen zu führen. Polen wird von einer Gruppe von 25 deutschen Banken einen Milliardenkredit erhalten. Darauf haben sich die Unterhändler beider Seiten grundsätzlich geeinigt. Wie die Dresdner Bank in Frankfurt mitteilte, wird sie zusammen mit der Bank für Gemeinwirtschaft, der Commerzbank und der Deutschen Bank die Federführung bei der Vergabe des Kredits über 1,2 Milliarden Mark haben. Das Geld soll vor allem zum Ausgleich der negativen polnisch-deutschen Handelsbilanz dienen. Für ein Drittel der Summe gewährt die Bundesregierung eine Bürgschaft. Dieser Teil des Kredits soll aber allein der Erschließung und Ausbeutung polnischer Kohlevorkommen dienen. Die Volksrepublik Polen ist wegen Missernten wirtschaftlicher Probleme und internationaler Zahlungsverpflichtungen dringend auf die Geldspritze aus der Bundesrepublik angewiesen. Verschärft werden die Wirtschaftsprobleme Polens durch eine seit Wochen anhaltende Welle von Streiks. Heute legte in der Hauptstadt Warschau ein Teil der Busfahrer die Arbeit nieder. Es kam zu erheblichen Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr. Die Busfahrer wollen, ebenso wie die Beschäftigten in zahlreichen anderen Betrieben, Lohnerhöhungen zum Ausgleich für die gestiegenen Lebensmittelpreise durchsetzen. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei in Warschau trat deswegen am Nachmittag zu einer Krisensitzung zusammen.